Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Minecraft. Ja, der ein oder andere von euch wird es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Ich habe es im Community-Tab bei uns auf dem Channel schon so ein bisschen gepostet gehabt. Es gab vor einigen Tagen von Seiten, ich glaube Microsoft war es, eine Richtlinienänderung für Minecraft. Und die hat halt auch in gewisser Weise Einfluss auf alle Content-Creators da draußen, die irgendwas mit Minecraft machen. Da es noch ein bisschen schwammig ist, was da alles mit reinfällt, zum anderen sind halt solche Dinge wie einfache Dinge wie Videotitel. Man darf halt einfach nicht mehr Minecraft als ersten Begriff quasi in dem Videotitel drinne stehen haben. Das habe ich jetzt nach und nach vorsorglich schon mal alles umgeändert, damit mir keine Videos gesperrt werden. Aber da viele Dinge noch so ein bisschen im Unklaren sind und ich halt meinen Kanal, wie ich das halt auch schon in der Community-Nachricht mitgeteilt habe, nicht unnütz aufs Spiel setzen will, werden wir in einigen wenigen Folgen hier mit diesem Minecraft-Projekt erstmal zum Ende kommen. Das wird dann quasi erstmal vorzeitig schon mal so ein bisschen der Abschluss für Season 1 sein, ne? Ihr wisst ja, ich habe Minecraft in dieser Season das allererste Mal gespielt und ich denke mal, wir haben im Zuge unseres Abenteuers, unseres kleinen Abenteuers hier, relativ viel Wissen, dank euch zum einen halt auch, uns schon aneignen können. Was davon unberührt bleiben wird, ist unser neu gestartetes großes Projekt, was wir auf Twitch gerade im Livestream spielen. Wenn ihr also weiterhin jede Menge coolen Minecraft-Stuff von mir sehen möchtet, gerne regelmäßig bei mir bei Twitch im Livestream vorbeischauen. Da werden wir natürlich unser ganzes hier erworbenes Wissen im Let's Play dann da natürlich auch umsetzen und vor allen Dingen auch sehr viel größere Projekte dann da auch nochmal bauen. Da also auf jeden Fall mal reinschauen, wenn euch sowohl wie gesagt Minecraft interessiert, als auch natürlich ihr sehen möchtet, wie ich da halt weiterhin ein paar coole Sachen baue. Ne? So, was ich mir für diese Folge mal so ein bisschen vorgenommen habe: Wir werden mal unseren ganzen kleinen Weg, den wir hier in der letzten Folge so ein bisschen vorbereitet hatten, wie ich es ja schon angekündigt hatte, so ein bisschen mit bemoostem Cobblestone austauschen. Hm? Das werden wir mal direkt in Angriff nehmen. So, dann bauen wir nämlich hier mal den ganzen Wege schon mal raus und werden das mal austauschen. Für die nächsten sozusagen abschließenden Folgen habe ich mir dann auch mal überlegt, da hattet ihr mir im Stream nämlich auch ein paar coole Commands nochmal gezeigt, wie wir uns beispielsweise teleportieren können und das mit einer Suchfunktion, wo wir dann auch ganz explizit unsere fehlenden Biome nochmal besuchen können. Ne? Heißt, ich werde pro Folge wahrscheinlich nochmal ein kleines Special machen, wo wir dann unsere fehlenden Biome, also sprich die Wüste und das Schneebiom, die werden wir dann nochmal besuchen. Werde ich dann wahrscheinlich jeweils in eine Folge immer packen, pro Biom. Aber dann haben wir da alles nochmal gesehen. Enderdrachen werden wir dann logischerweise in diesem Let's Play leider nicht mehr schaffen. Aber das ist, glaube ich, eh ein bisschen was ein bisschen länger dauern würde, das Ganze vorzubereiten. Dann haben wir da nochmal ordentlich was wir dann, wie gesagt, im Live-Let's Play dann im Stream spielen können. Hätte dann natürlich, wie gesagt, herzlich eingeladen, mit mir dann da auch mal gemeinsam das Ganze dann in Angriff zu nehmen. Nicht zuletzt natürlich dann auch da eure Expertise und eure Spielerfahrung gerne gesehen. Ne? Wie gesagt, da wird nochmal vieles auf uns zukommen, was wir jetzt hier, wie gesagt, im Let's Play noch nicht hatten. Da könnt ihr mir dann natürlich eure wertvollen Tipps und Tricks natürlich auch gerne da dann zukommen lassen. Bin ich dann sehr dankbar wieder dafür. So, aber wir werden uns jetzt erstmal feuchtfröhlich hier nochmal ein bisschen im Garten austoben. Den Weg hier noch zu Ende bauen. Mal gucken, vielleicht können wir auch noch ein bisschen was begrünen. Wir waren ja in der letzten Folge eh noch nicht fertig, ne? Da hatten wir jetzt bloß die Hecken reingesetzt. Da können wir mal gucken. Vielleicht machen wir auch noch mal einen kleinen Rundgang durchs Dorf. Gucken noch mal, ob wir irgendwo ein bisschen was ausbauen können. Damit wir hier wirklich einen wenigstens halbwegs angemessenen kleinen Abschluss dann finden, ne? Für das Projekt hier. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, aber wie gesagt, dadurch, dass wir ja momentan ein bisschen am Ausbauen sind, auch auf dem Kanal, möchte ich da einfach kein Risiko eingehen, irgendwas vielleicht zu übersehen bei den Richtlinien und dann irgendwie einen Strike zu kassieren oder irgendwas. Das ist es mir dann einfach nicht wert, das ist mir einfach zu riskant. So, mal gucken. Ich hatte mir mal schon mal ein bisschen Mossy-Kram besorgt.
So, wir machen mal eins. Wir tricksen mal ein bisschen. Wir geben uns mal eine Spitzhacke. Das sollte aber die Iron, glaube ich, reichen. Die holen wir uns jetzt einfach mal über den Spawn. Muss ich jetzt bloß mal ganz kurz gucken, wo das war. X war es nicht. Müsste Shovel, glaube ich, sein, ne? Gucken, ob wir die finden. Ah, hier, Shovel. Da. Sind wir mal so frei. Für die letzten Folgen machen wir jetzt hier groß keinen großen Aufstand mehr. Da ist das mal in Ordnung. So, dann machen wir mal, wir geben uns mal gleich noch eine. Weil ich denke mal, da werden wir ein paar von brauchen. So, und dann den Rest brauchen wir wieder Cobblestone. Zoomen wir uns hier nochmal ein bisschen aus. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, hat mir trotz alledem sehr viel Spaß gemacht hier, die erste Season. Das war mal was völlig anderes. Wie gesagt, Minecraft kannte ich so noch gar nicht. Beziehungsweise kannte ich halt logischerweise schon, aber hab's halt selber nie gespielt, das würde ich halt damit sagen. Hat man, denke ich, auch ganz authentisch mitgekriegt, weil ich halt, wie gesagt, absoluter Neuling war. Ich wusste halt höchstens vielleicht gerade mal so die absoluten Basics. Aber den Rest habt ihr mir halt sehr, sehr, sehr gut auch unterstützend dann immer noch ein bisschen verraten. Da war ich auch sehr dankbar für. So. Was ich halt auch im Stream schon mal so ein bisschen erwähnt hatte, wenn ihr da Bock drauf habt, ne? Also sprich, wenn ein gewisses Interesse daran besteht, bin ich ein bisschen am Überlegen, ob ich unserer kleinen Community hier mal einen Server spendiere. Hätte halt den großen Vorteil, wir könnten halt auch ein bisschen was gemeinsam mal machen, ne? Kann jetzt sowohl dann halt mal vielleicht den einen oder anderen mal Abend mal im Stream sein. Oder vielleicht sogar als so ein bisschen als Let's Play Together mit der Community. Das wäre halt auch eine sehr, sehr geile Sache, die ich mir gut vorstellen könnte. Es wäre dann halt nochmal so ein kleines Extra, wo wir halt wirklich für die Community hier ein bisschen was machen können. Ne? Jetzt müssen wir extra das Werkzeug wechseln. Aber da hätte ich eigentlich auch ziemlich Bock drauf. Wie gesagt, das wäre was, was wir halt unmittelbar direkt gemeinsam spielen könnten. Dann gehen wir mal ganz kurz nach Hause. Spawnpunkt hatte ich mir jetzt hier auch nochmal gesetzt. Denn wenn wir die letzten Biome erkunden und wir sollten irgendwo weit unterwegs sein in der Folge, wir werden ja logischerweise mehrere Nächte wahrscheinlich dann auch erleben auf unserer Reise dort. Dann, falls wir dann unterwegs irgendwo sterben sollten, dann spawnen wir direkt hier vor unserem Hauseingang erstmal wieder. Denke ich mal gar nicht so verkehrt. So, dann wechseln wir mal das Werkzeug nochmal. Dann gehen wir einfach mal erst in die Richtung hier. Gehen wir erstmal in die Richtung. Ich bin halt auch so ein bisschen überlegen, generell vielleicht irgendwo einen Server anzumieten, denn das kann ich schon mal verraten. Das Anschlussprojekt, was dann auch wieder ein bisschen länger läuft an das Minecraft-Let's Play hier, wird eine nächste Season für Conan Exiled sein. Und da ich halt auch da aus der Erfahrung weiß, dass das halt eigentlich in der Gemeinschaft noch immer deutlich mehr Spaß macht, hätte ich da eigentlich schon Bock, mit euch gemeinsam da ein bisschen was zu spielen. Alter, ist hier eine riesige Höhle drunter, ne? Uff, das nenne ich mal eine richtig große Höhle hier unten. Vorsichtig mal gucken. Bauen wir hier nämlich mal Dichte hier. Da. Können wir hier wieder vernünftige Steine legen. Das erklärt so ein bisschen die vielen Creeper, die wir immer gehört haben, ne? Die waren also wirklich direkt unter uns. Das ist schon ein wenig heftig. Weil es ist wirklich nur eine Erdschicht, die uns getrennt hat hier vom Untergrund. Oh. So ein bisschen gruselig, das jetzt so ein bisschen zu wissen hier, ne? Denn gerade wenn ich daran denke, wenn jetzt hier ein Creeper sich mal die Luft gesprengt hätte, hätten wir halt ein gigantisches Loch hier drin gehabt. Zu uncool. Was wir theoretisch auch mal machen. Okay, jetzt bin ich sowieso runtergefallen. Gut, das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt, aber wenn wir jetzt hier einmal gerade runtergefallen sind,
Aber sehe gerade, hier waren wir überall schon, ne? Es scheint einfach nur ein Durchgang gewesen zu sein von irgendeinem anderen Platz, den wir mal gegangen sind. Bauen wir uns hier nämlich mal hoch und ist hier wieder dicht, ne? Bauen wir das hier nämlich mal vernünftig zu hier. Ich meine, gut, viel so wirklich viel Sinn macht es, glaube ich, nicht. Weil der Rest halt alles komplett noch unterhöhlt und offenstehend ist, aber. Naja, zumindest hier ist schon wieder zu. Schon mal viel wert. Hier ist schon wieder kein Hohlraum mehr drunter. Dann haben wir nämlich vorerst dann auch nochmal einen schönen Abschluss hier für den Garten. Ja, alles nochmal ordentlich aus. Aber dann habt ihr auch gleich die neuesten Infos nochmal, wie gesagt, bezüglich generell Minecraft. Und das war mir halt wichtig. Denn ich gehe mal stark davon aus, dass nicht alle von euch auch die Kanalnachrichten hier lesen. Also sprich die Infos, die ich immer mal so ein bisschen raushaue. Dann habt ihr hier zusätzlich nochmal die Möglichkeit gehabt, das mitzukriegen. Also quasi im Video direkt als Information. Ich werde es im Discord wahrscheinlich auch nochmal posten. Dann haben wir es dreimal, beziehungsweise im Stream halt auch nochmal. Dann haben wir es auf vier verschiedenen Möglichkeiten mitgeteilt. Und dann dürfte eigentlich jeder, der es mitbekommen möchte, das auch mitbekommen haben. Wahrscheinlichkeit, vier verschiedene Quellen zu übersehen oder das dann nicht mitzubekommen, ist, denke ich, relativ gering. Da werden wir mal gucken. Was ich mir halt auch vorstellen könnte, auch das hatte ich im Stream schon erwähnt, wäre eine Koop-Folge, beziehungsweise nicht Folge, ein Koop-Projekt für Medieval Dynasty, ne? Oder sofern das möglich ist, was ich aber glaube, auch für Sengoku Dynasty. Beide Titel werden wir halt in ja, gewisser Zeit hier auch mal auf dem Kanal erleben. Die hatte ich mir halt auch schon aufgeschrieben als kommende Let's Plays. Koop macht das Ganze immer noch mal eine Runde mehr Spaß, denke ich. Auch als Zuschauer gehe ich mal stark von aus. Naja, warum nicht? Da muss ich aber erstmal gucken, wie das genau funktioniert. Denn viele Spiele haben ja größtenteils erstmal die Möglichkeit, das lokal irgendwie zu. Also sprich, ein Spieler hostet und der andere joint dann quasi einfach der Partie, ne? Da bei vielen aber halt auch das Problem ist, dass man sich dann nicht komplett frei bewegen kann als derjenige, der als Gast reingekommen ist. Also beispielsweise bei Conan Exiles ist es halt so, wenn man das halt lokal hostet, ne? Wenn ein Spieler einfach nur dazu joint, der kann sich dann immer bloß eine bestimmte Meterzahl vom Host entfernen. Der wird dann quasi automatisch dann zum Host wieder zurückteleportiert, sollte man zu weit außer Reichweite laufen. Das ist, glaube ich, ein bisschen Das mindert, glaube ich, dann auch ein bisschen den Spielspaß für diejenigen, die dann dabei sind. Daher wäre das, glaube ich, dann eher was für einen richtigen Server. Wäre, glaube ich, nochmal die Überlegung dann. Was ich auch noch schon mal so ein bisschen nebenbei droppen kann. Ihr wisst ja immer, dass alles, was an Technik und so weiter angeht und halt auch solche Sachen, wie ich jetzt gerade angesprochen habe, mit einem Community-Server, wird halt alles über die Einnahmen hier über den YouTube-Kanal und über den Stream finanziert. Und dadurch, dass mittlerweile halt auch die Ausgaben immer weiter ein bisschen steigen, nicht zuletzt halt auch, weil Nebenkosten auch immer teurer werden, also sprich Stromrechnung und Internet, Unterhalt und alles Mögliche, was ich halt ja, logischerweise brauche, um überhaupt irgendwie Videos für euch machen zu können. Wird dann in Zukunft wahrscheinlich auch mal so sein, dass wir wahrscheinlich auch mal ein paar Projekte haben werden, wo Placements drin sein werden. Möchte ich nur vorab schon mal ankündigen, damit es naja nicht heißt irgendwie, ich mache das nur aus Geldgier. Ich werde mir explizit nur Projekte raussuchen, wo ich auch hinterstehe. Das habe ich ja von Anfang an immer so, sowohl so gesagt, als auch bisher so gemacht. Wenn wir mal seltenerweise mal irgendwo was hatten und eine Zusammenarbeit mit irgendwo verknüpft war. Aber das wird auf jeden Fall dann auch der Fall sein. Aber nur, damit ihr schon mal so ein bisschen Bescheid wisst, dass es in Zukunft halt auch mal Projekte geben wird, die halt auch ein Sponsorship quasi im Hintergrund haben.
Das ist mir halt immer wichtig, ne? Dass er solche Informationen nach Möglichkeit so früh wie möglich vorab schon mal bekommt. Denn ich möchte natürlich halt auch immer so ein bisschen euer Feedback entsprechend der, ja, der Projekte, die das dann betrifft, so ein bisschen auch mit ein. So, wie gesagt, ihr solltet aber auch immer im Hinterkopf behalten, wie gesagt, dass sich die Kosten halt auch irgendwo so ein bisschen im Idealfall zumindest irgendwie plus minus null irgendwie negieren muss. Ne? Daher, wie gesagt, für euch ist alles weiterhin kostenlos, das wird auch so bleiben. Aber nichtsdestotrotz muss ich meine eigenen Ausgaben halt immer mal so ein bisschen kompensieren. Ne? Einziger Punkt. Da bietet sich sowas jetzt hier wie gerade immer an. Ne? Hatten wir in der letzten Folge auch schon so ein bisschen, dass wir auch mal ein bisschen Real Talk gemacht haben bezüglich Projekte und Zukunft des Kanals halt auch. Und gerade solche Dinge wie jetzt hier den Landschaftsbau, da bietet sich das halt gerade an. Dann nutzt es so eine Gelegenheit ganz gerne mal, um mit euch mal ein bisschen, ja, tiefer in die Materie zu steigen, ne? Bezug nehmend auf den Kanal hier. So. Aber bei der Gelegenheit, wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie gesagt, ob ihr da Bock drauf hättet auf einen Community-Server, ne? Denn je nachdem, wie viele von euch sich dafür aussprechen würden, dann wüsste ich halt, lohnt sich das preistechnisch? Oder wäre das was, was man vielleicht irgendwann später mal macht? Ist also wieder mal eure Meinung dazu. Kann man aber nichtsdestotrotz mal schön fleißig hier unser Projekt noch zu Ende machen hier, mit dem Garten. Wunderbaren Abschluss. Wir müssen dann überlegen, ob ich auch noch ein Special vielleicht zum Abschluss nochmal mache, wo wir nochmal einen kompletten Rundgang durchs Dorf machen. Weil eigentlich habe ich es bisher immer so gehandhabt, ne? Ob das bei Conan war oder irgendeinem anderen Survival Game, wenn wir irgendwie was Cooles gebaut hatten, wo wir auch lange Zeit, ja, Zeit investiert hatten, hatte ich eigentlich immer ganz gerne nochmal einen Rundgang gemacht. Bin ich da mal gespannt. Das Einzige, was ich mir vielleicht mal so ein bisschen vorab offen lassen werde, sollte sich jetzt unmittelbar, also sprich in den nächsten Tagen oder Wochen, nochmal irgendwie was ändern, was die Richtlinien für Minecraft angeht, dann behalte ich mir das mal vor, dass wir vielleicht ein bisschen als Bonus, ich hatte ja eigentlich gesagt, offiziell ist das die erste Season dann vorbei, aber da wäre ich direkt im Anschluss eine neue Season starten, wäre das möglich, dass wir eventuell noch ein paar Bonusfolgen dann dranhängen. Aber das wäre dann, wie ich gerade schon sagte, nochmal ein Bonus. Das dann nochmal extra. Betrifft dann nicht das reguläre Let's Play hier, das wären dann halt einfach nur nochmal ein paar Folgen, die ich nochmal extra dranhängen würde. Wahrscheinlich, wo ein bisschen Zeit vergangen ist, da habe ich dann vielleicht auch ein paar Sachen vorbereitet für den Enderdrachen. Wie gesagt, ich werde mir das Ganze mal so ein bisschen angucken, wenn wir das jetzt im Stream spielen, was ich dafür alles brauche. Dann machen wir da vielleicht nochmal ein paar Bonusfolgen mit. Das wäre dann nochmal so eine kleine Ausnahmeregelung, die ich mir mal offen halte. Ne? Und nur damit ihr da schon mal zumindest das im Hinterkopf habt, dass ihr euch nicht wundert. Wie gesagt, sollte dann irgendwann vielleicht nochmal Folgen unerwarteterweise kommen, ne? Dass sie nicht ganz so unerwartet sind. Das soll der eigentliche Grund sein. Bietet euch aber, denke ich, auch nochmal so ein bisschen die Gelegenheit. Solltet ihr vielleicht zufälligerweise vielleicht auch neu hier auf dem Kanal sein, ne? Dann natürlich gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, es wird trotz alledem weiterhin Content auch für Minecraft kommen. Dann seid ihr gerade, wenn ihr hier vielleicht wegen Minecraft hier wart, natürlich trotz alledem weiterhin gut aufgehoben. Hier bei mir auf dem Kanal. Und ansonsten, wie gesagt, was sich dann ergibt, ergibt sich einfach. Einfach zu. Verteilen wir uns mal gemeinsam ein bisschen. Boah, wir sind schon gut rumgekommen, ne? Seht ihr?
habe ich mein Infoteil gleich ein bisschen produktiv genutzt. Bin gleich einmal rum um unser ganzes Grundstück. Hm? Hat doch ganz gut geklappt, oder? Habe ich die wichtigsten Infos mit euch gleich wieder geteilt. Ihr seid auf dem neuesten Stand. Und ich habe das, was ich hier gerade noch umbauen wollte, hier im Grundstück gleich alles erledigt. Passt ganz gut. Wir müssen, glaube ich, eh nochmal gucken, ob wir alle Berufe einmal gemacht haben. Denn ich würde eigentlich gerne als Abschluss natürlich mit fertigem Abschnitt hier eigentlich rausgehen. Ne? Also sprich, dass wir alle wirklich alle Berufe einmal hatten. Unser Dorf quasi einmal komplett ausgebaut war, was die Handwerksmöglichkeiten an. Ganz cool. Hört ihr nochmal gut? Was ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben könnt, weil ich da gerade dran denke, was euch in den Folgen bisher am besten an Background-Musik gefallen hat. Ich habe ja bewusst immer in meinen Aufnahmesessions immer ein bisschen gewechselt. Ne? Ich dachte, da war mal Skyrim dabei, da war mal die Elder Scrolls Online dabei, da war Stronghold dabei, sowohl Stronghold 1 als auch jetzt in diesem Video Stronghold 2. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, in welche Richtung ihr mehr tendieren würdet, ne? Weil ich halt entsprechend diese Background-Musik auch für den Stream immer raussuche. Und da war da halt locker auch mal 8 Stunden am Stück streamen, brauchen wir da einiges an Hintergrundmusik, ne? Wenn ich dann weiß, okay, das gefällt euch, das und das, dann natürlich nochmal ein Ende praktischer, wenn ich dann auch Musikwünsche dann so ein bisschen mit berücksichtigen kann. Da wäre ich denn dankbar für Vorschläge oder halt auch direkte oder direktes Feedback, was euch hier am meisten gefallen hat. Dann sehr willkommen. So, aber ich finde, das sieht auch schon deutlich besser aus, ne? Mit dem moosbewachsenen Stein hier. Das arbeitet sich nochmal ein bisschen besser rein, finde ich, mit der Begrünung am Außenstreifen hier. Wirklich ziemlich cool aus. Das Coole ist, jetzt hier in dieser Möglichkeit sammle ich natürlich auch gerade ein paar Ideen schon für unseren Stream. Hm? Da haben wir auch schon wieder ein riesiges Areal freigebaut, oder ich beziehungsweise. Oder natürlich entsprechend ja, wieder einiges hingebaut werden muss. Hm? Wenn ich dann schon ungefähr weiß, wie das hier aussieht, kann ich natürlich für das kommende Projekt dann auch wieder ein bisschen was vorbereiten. Aber dann brauchen wir wieder eine Schaufel. Bauen wir den Abschnitt hier erstmal fertig. Mal. Legen hier hinten mal die ganze Erde ab, weil das ist dolle viel, was wir jetzt hier gerade mit rumschleppen. Das ist ein bisschen übertrieben. Was ziemlich cool ist, hier in dem Haus hier ist wieder jemand drinnen, ne? Ihr erinnert euch, ich hatte in einigen Folgen mich immer gewundert, dass das Bett und so anscheinend nicht belegt war, ne? Wir sehen, das Haus scheint wieder bewohnt zu sein. Ziemlich cool. Läuft also wie ein Schweizer Uhrwerk im Moment unser kleines Dörfchen oder Städtchen hier mittlerweile, ne? Ich glaube, man kann es mittlerweile ein bisschen als Kleinstadt laufen lassen. Schon ganz stolz drauf, ja, was wir so geschafft haben in unserer ersten kleinen Season hier. Ja, bin ich schon ganz stolz drauf, was wir hier alles so hingeschafft haben. Was ihr mir natürlich auch in die Kommentare gerne schreiben könnt, bezugnehmend auf den Stream, falls ihr irgendwie Ideen habt, was wir bauen könnten. Da wer den Stream noch nicht verfolgt hat, ich bin da ähnlich vorgegangen wie hier im Let's Play. Also sprich, ich habe mir ein Dorf gesucht und da in der Nähe haben wir jetzt angefangen, unsere Basis zu bauen. Das war dann also später halt das komplette Dorf dann auch
auch wie hier wieder mit einer Stadtmauer umbauen können und dann irgendwann eine richtige große Stadt daraus bauen. Das wird dann der Plan dafür sein. Aber wie gesagt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wird in einigen Tagen dann entsprechend auch die Streams nachträglich kommen. Ne? Die werde ich natürlich in ein paar Tagen Abstand dann immer auch bei YouTube hochladen. Also sprich, ihr dürftet nichts verpassen. Wenn ihr die Streams wirklich im Nachhinein noch schauen möchtet, dann keine Panik. Die sind auf jeden Fall demnächst dann auch in voller Länge verfügbar. Ne? Die werde ich auch nicht schneiden. Da wird dann also der komplette Stream dann im einem Durchgang, also quasi verfügbar sein. Könnt ihr dann quasi in einem Stück dann durchgucken. Oh, ich würde sagen, wir sind durch, ne? Ich glaube, wir haben alle Wege. Wir haben, glaube ich, alle Wege umgeändert, die wir jetzt hier noch hatten. Ich glaube, wir haben alles umgebaut. Ich glaube, das sieht so aus. So, dann gucken wir mal. Wir werden mal hier ein paar Rosen reinbauen. Ich hoffe mal, dass das von der Höhe passt. Hier rein möchte ich nämlich eigentlich dann einen Baum setzen. Ne? Mal gucken, ob das von der Höhe her passt. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. So. Hier können wir dann quasi einen Baum reinsetzen. Können wir mal gucken, wenn wir jetzt hier irgendwo einen Baum fällen. Wir haben ja hier überall so ein paar Eichen. Ob wir dann irgendwo vielleicht noch einen Setzling raus. Oder wartet mal, wir gucken mal. Vielleicht haben wir sogar noch Setzlinge hier irgendwo drin. Bin ich ganz sicher, aber ich glaube, wir hatten sogar noch ein paar Eichensetzlinge hier im. Oh, ne? Ah ja, seht ihr? Wir haben sogar noch welche. Ja, wunderbar. Ich bin auch mal gespannt. Theoretisch gesehen müssten die Eichen ja dann von Haus aus schon ein bisschen was größer wachsen, ne? Weil sie ja da nicht so den Platz haben. Also sprichst du eine kleinen Bäume, die bis 2 hoch sind oder so und dann schon mit der Baumkrone anfangen, die dürften hier eigentlich nicht wachsen, ne? Oh, wir können durch die Blumen sogar durchlaufen. Praktisch. Praktisch, praktisch. So, dann bin ich mal gespannt. Wie gesagt, sobald die wachsen, müsste hier dann einiges stehen, ne? Das gleiche könnte man theoretisch auch hier nochmal mit einem Flieger machen, ne? Aber das würde ich eigentlich ein bisschen hier eventuell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt bei der 4 hier, ne? So, und hier bauen wir einfach mal Flieger drumherum. Auch nochmal ein bisschen was größer. Mal gespannt, ob das wächst. Hätte ich das falsch gesetzt? Die andere Seite war kleiner, glaube ich, ne? Andere Seite war kleiner. Müssen wir auf der anderen Seite nämlich auch nochmal gucken. Setzen wir nämlich hier das gleiche auch nochmal. Auch nochmal die Rosenbüsche. 2, 3, 1, 2, 2, noch einen. Da kommt wieder ein Baumsetzling rein. So. Dann hier nochmal. 1, 3, 4. Hier hin, ne? Und dann hier nochmal Flieder. War, glaube ich, hier. War, glaube ich, hier richtig. So, dann bin ich mal gespannt, wie die Bäume wachsen. So, da es gerade Nacht wird, meine Freunde, würde ich sagen, wir machen für diese Folge Folgenende. Und so viel kann ich schon verraten. In der nächsten Folge werden wir uns im nächsten Biom wiedersehen. Ich werde mal mit der Teleportfunktion mal raussuchen, wo die nächste Wüste ist oder das nächste Eisbiom. Und dann lasst euch mal überraschen, welches Biom wir uns dann als erstes in der nächsten Folge anschauen. Gerne fleißig Däumchen drücken, kommentieren.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Minecraft. Bis dahin bleibt mir schön gesund, reingehauen und...